einen wunderschönen guten Tag und zwar heute aus Langstedt in der Nähe von Eggebeck. Das ist die offizielle Einsatzstelle hier für die Träne und ich fahre dann, also so ist der Plan, ich fahre dann bis Hollingstedt und ja, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die Anlegestelle und dann geht das los. Ja, so sieht das hier aus, recht ordentlich. Da ist sogar eine, ja, eine Bootsrolle sozusagen, aber wir haben hier zwei Schafe und die kann man zurzeit nicht benutzen. Und es ist auch relativ viel Wasser da. Ich habe mich hier gerade mit einem unterhalten und es gibt wohl zwei Brücken, wo es eventuell ein bisschen knapp werden könnte mit meiner Birne. Aber das werden wir dann sehen, weil ich bin persönlich dieses Stück auch noch nicht gepaddelt. Das ist das obere, kleine, schmale, wunderschöne Stück von der Träne. Und ja, wie gesagt, man muss hier vorne, ist so ein kleines Tor, da bezahlt man 2 Euro hier an dem Gasthof. Da kann man dann auch parken. Hier gibt es übrigens auch 5 Wohnmobilstellplätze. Ist ganz cool gemacht. Also wer hier ein bisschen länger sich aufhalten möchte, der kann das auch. Ne? Aber ich würde sagen, ich habe genug gequatscht. Ich werde mich jetzt ins Boot schmeißen und dann geht das ab Richtung Hollingstedt. Also, auf geht's. Ja, und hier noch kurz mal auf der Karte. Also Eggebeck, runter Sollerup, über Eperstorf und Treier bis Hollingstedt. Ne? Dass ihr das auf der Karte mal so ungefähr seht. Den Fluss sieht man dann nicht mehr, weil ich so weit rausscrollen musste. So, aber ich muss mir natürlich noch meine Schwimmweste anziehen. Haha. Es ist nämlich noch ein bisschen frisch. Aber es soll heute warm werden. Die Sonne scheint schon. Es ist ein bisschen windig. Also ich muss mich etwas warm paddeln. Auf geht's. So, jetzt springen wir mal rein. So. Drin. So, an Bord bin ich schon mal. Aber es ist so viel Wasser da. Wie ihr seht, hier ist noch eine Stufe. Und da sitze ich jetzt natürlich fest und jetzt muss ich mich erstmal abstoßen und dann geht das ab. Ne? Abgestoßen habe ich mich. Und dann würde ich sagen, geht es hier gleich in die Pampa. Erstmal ist hier so ein riesen Ast. Hilfe! Hilfe, Hilfe! So, dann sage ich den Schafen noch Tschüss und dann geht das aufwärts. Nee, Quatsch, abwärts. Tschüss, Schafe! Macht's gut! Ja, die schocken doch. So, aber wir starten erstmal. So, dann wollen wir mal Gas geben. Ja, hier ist wahrscheinlich von Vorteil, wenn man ein Kajak erstmal hat, was nicht ganz so lang ist. Und ich werde den Skeg jetzt auch erstmal nicht rausmachen, damit ich ein bisschen wendiger bin. So, aber wir fahren erstmal eine Runde. Ja, Fließgeschwindigkeit sollen hier so circa 2 km/h sein. Wobei ich sagen muss, hier ist echt viel Wasser im Moment. Wahrscheinlich ist normalerweise noch ein bisschen weniger Wasser da. Uiuiui. Hier geht's durch die Botanik. Hilfe! Boah, seid ihr noch da? Du Scheiße. Oi. Ja, die ersten Hindernisse sozusagen schon geschafft. Boah, sitzen meine Haare noch. Okay, Leute, die erste, also ich habe ja noch gar nicht erzählt, ne? Das sind ungefähr 27 Kilometer. Wenn ich das hier so sehe, ich bin jetzt noch nicht unbedingt weit gekommen und guck mal, wie das hier aussieht. Also hier sieht das schon so aus. Ob ich da so durchkomme, so heil erstens mal. Und wenn das so weitergeht natürlich, dann brauche ich ja ewig. Ich habe gedacht, hier schnell durch. Aber wenn das natürlich so überall aussieht, boah, dann sehe ich ja schwarz. Aber gut, wir gucken mal. So, mal gucken, was kann ich denn hier machen? Ja. Da liegt ein dicker, fetter Ast. Ich glaube, ich gehe dann lieber dazwischen durch. So.
mich hier. Ach du Scheiße. Also hier rüberziehen. Das ist nämlich nicht besonders breit hier. Hier sind sogar Zaunpfähle und so, die sind hier mitgekommen. Ich drehe euch nochmal um. Also da hinten muss ich durch. Dann drückt mal die Daumen. Weil wenn man hier so ein bisschen quer kommt, dann ist auch nicht so schön. Du Scheiße. Ich dachte, die Brücken sind mein Problem. Boah, Hilfe, du, meine Herren. Oh nee, ne? Da geht's ja so weiter. Du Scheiße. Oh, nö, ne? Das ist ja schon fast. Das ist ja schon fast ein Grund aufzuhören wieder. Das kann aber nicht so weitergehen hier, ey. Da komme ich auch nicht durch. Da ist vorbei. Da muss ich entweder raus und der Carsten hat natürlich seine Schnur wieder nicht mitgenommen. Boah, das wird Katastrophe. Ja, dann muss ich jetzt hier aussteigen. Also hier einmal raus. Ich nehme euch mit. Ja, und da hinten muss ich dann irgendwo hin. Ich guck mir das erstmal an. Erstmal geparkt. Kann ich hier jetzt rüber latschen? Wie herrlich ist das denn? Dann ist hier noch ein Zaun. Schmodder. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht das da hinten weiter, ne? Boah, hier kannst du auch ganz schlecht laufen. Ist alles matschig. So eine Scheiße. Oh, hier hinten wird es dann gehen, soweit ich jetzt gucken konnte. Na gut, ich hole mal das Boot, ich werde es noch mal testen. Aber wenn das jetzt so weitergeht, dann höre ich auf. So, ich schnapp mir das Boot und dann sehen wir uns da hinten wieder. Aha. Ich hab's geschafft. Oh. Ich und das Boot sehen schon aus wie Sau. Aber gut, weiter geht's. Ich bin ja mal gespannt, was das wird hier. Oh, jetzt schon kaputt. So. So, hier ist eine Brücke, aber die wird ja wohl kein Problem sein. Platz um die Hände. Ein Hände. Moin. So, da vorne sieht es schon wieder nach einem Stau aus. Ich hoffe nicht. Eieieiei. Da kommen wir schnell vorbei. Ach nö. Ah, geht aber. Ich dachte schon. So, da vorne kommt noch ein Ast. Da gebe ich mal Gummi. So, seht ihr das? Schon wieder. Da kann ich mich vielleicht an der Seite vorbeiquetschen. Das wird ja was. Oh, bitte. Und ich glaube, ich habe nichts zum Wischen mit. Ich bin echt noch nicht lange unterwegs.
Eieiei. Naja, das ist ja positiv sehen, das Wetter ist schön, ne? So. Und natürlich von der Natur her, wenn man dann Zeit dazu hat, sich das anzugucken und zu genießen, ist das natürlich auch wunderschön hier, ne? So mit den Bäumen und so. Aber man möchte natürlich nicht da ständig zwischendurch fahren. Eieieiei. Eieieiei. Oh, was ist das hier? Sackgasse? Nein! Aber eng. Eieieiei. Also echt teilweise richtig 90 Grad Kurven hier. Mehr als 90 Grad. Wie gesagt, Lenkung ist hier vielleicht gar nicht verkehrt. Und da vorne kommt jetzt noch eine schöne Brücke. Mal gucken, wie die ist. Ah ne, da passe ich auch locker durch. Also die kann er auch nicht gemeint haben. Mal sehen. Locker. Na gut, hier könnte man wenigstens auch gut ein- und aussteigen. Aber das geht. Ja, also wenn das so bleibt, dann ist alles gut. Ich sag mal ganz zum Schluss, da wird das ja auch eher so ein Marschfluss. Da wird er dann breiter und die Landschaft ändert sich auch. Das ist dann eher so, ich sag mal, Nordfriesland-mäßig. Ne? Ah, platt. Weil hier sind ja doch einige Bäume noch und der meandert sich hier so richtig schön durch. Das ist schon cool, also macht Spaß. Aber ich habe natürlich jetzt immer so ein bisschen Angst, dass ich ein- und aussteigen muss. Oh. Aber gut, gibt Schlimmeres. Ja, und vor lauter Ein- und Aussteigen weiß ich jetzt gar nicht. 27 Kilometer hatte ich glaube ich schon gesagt. Und ich bin natürlich mit dem Fahrrad. Ich habe mein Fahrrad in Hollingstedt schon geparkt. Da ist auch die offizielle Ein- und Aussetzstelle Hollingstedt. Das ist so ein kleiner Parkplatz, das seht ihr ja nachher noch. Da habe ich das Fahrrad angeschlossen und dann geht das nachher Fahrrad wieder zurück. Ne? Oh, da wird es nochmal eng, aber gut, wir fahren weiter. Ja, aber so richtig Zeit zum Genießen hat man hier jedenfalls nicht. Ah, hier ist überall was. Ja, also das ist im Moment noch unentspannt, ist zwar echt schön, aber hier musst du immer gucken, lenken. Ich meine, es ist empfohlen hier, oder ich glaube sogar nur erlaubt, Boote bis 5,50 Meter und 1 Meter Breite. Ich meine, da passe ich natürlich rein mit meinem hier, aber das ist wirklich, ja, im Moment ist es Arbeit. Kann man nicht anders sagen. Weil du kannst auch nicht mal kurz aufhören. Dann bist du wieder in irgendeinem Busch. So wie hier zum Beispiel. Ne? Aber gut. Ich werde berichten. Haha. Ey, ein gerades Stück. Juhu. Super. Ja, und eigentlich soll man hier natürlich auch die Ufer nicht betreten, nur natürlich nur an den ausgewiesenen Rastplätzen. Aber wenn natürlich hier so eine Sperrung ist, was willst du machen? Dann musst du halt doch rum. Ja? Eieiei. Ah, hier ist so ein bisschen Entspannung.
So, hier kann ich euch, glaube ich, jetzt mal kurz was erzählen. Hier sehe ich jetzt keine Sträucher mehr. Also die Treene ist so circa 95 Kilometer lang. Und die Quelle ist, glaube ich, Moorkirch. Also das ist halt noch ein Stückchen weiter oben. Und oberhalb von meiner Einsatzstelle, das ist, glaube ich, mittlerweile verboten. Da darf man gar nicht mehr fahren. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Macht euch schlau, aber es ist, glaube ich, gesperrt. Es gab nämlich da drüber noch so ein Spider-Camp, also hier so ein Pfadfinder-Camp von den Dänen, glaube ich. Und da konnte man sonst noch einsetzen. Aber dann müsst ihr euch schlau machen, ob das noch erlaubt ist oder nicht. Ja, Quelle, habe ich ja schon gesagt, Mündung ist dann in die Nordsee sozusagen. Also Treene, Friedrichstadt, Eider und dann ab in die Nordsee. Und ich glaube, so ab Holling steht, würde ich mal sagen, kurz davor, da wird das dann eher so ein Marschfluss und ist auch ein bisschen breiter. Ja, und diese Wikinger-Geschichte hatte ich euch ja schon erzählt. Wer das Wikinger-Abzeichen machen will, der müsste dann ja die Schlei runterpaddeln und dann von Holling steht sozusagen die Treene noch weiter runter bis Friedrichstadt. Dann habt ihr den Einsatzpunkt auch schon mal gesehen. Ne? Ja. Ansonsten habe ich mich relativ warm gepaddelt, also kalt ist mir überhaupt nicht mehr. Weil es ist schon ein bisschen windig, aber die Sonne ist schon richtig schön. Ja, ja, wie gesagt, das wird eine spannende Tour, glaube ich. Weil es natürlich sehr kurvig, ich komme nicht so schnell, glaube ich, vorwärts, wie ich mir das gedacht habe. Aber gut, schön ist es allemal. Oh, hier ist richtig Gegenwind. Mein lieber Schwan, hätte ich gar nicht gedacht. Ah, ich hasse das. Na, was haben wir hier? Oh, ja. Auch wieder aufpassen. Da muss ich dann doch noch mal ein Stück zurück. Oh, Hilfe. Was denn? Nee, da fahre ich ganz an die Kante. Oh, jetzt muss ich wieder ganz zurück. Weil ich das verpasst habe. Blöde. Oh. Ne, keine Experimente. So. Jetzt. So, da links von dem Baum durch. Oh nein, Hilfe! Nein, das geht ja wieder nicht! Okay, wieder verpasst. Dann machen wir Lampada! Oh Mann, du, ich sag euch, hier erlebst du was. Hilfe, Hilfe, könnt ihr mich überhaupt sehen? Könnt ihr mich sehen? Ja, das Boot sieht auch schon aus. Alter Gefalter. Krass! Krass, krass. So, ich bleib mal hier an der Kante, weil hier kommt noch mehr so eine Stängel. Ah. So, ich dachte, ich hätte es mit diesem Gestrüpp, aber nein, habe ich noch nicht. Also eigentlich wollte ich gleich mal bei Maps gucken, wo ich überhaupt bin, weil ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie schnell ich hier jetzt vorwärts komme oder nicht. Deswegen gucke ich jetzt gleich mal, wo ich bin überhaupt. Aber dazu brauche ich erstmal eine einigermaßen ruhige Stelle. Das ist nicht in Sicht. Das ist nicht in Sicht. Auf jeden Fall ist hier der Wind schon mal schöner. So, mal eine Kurve. Hui. Eine Granate rum. So, da kann ich mich eigentlich mal hier hinstellen.
gleich an die Seite. So, eben nachgeguckt. Also ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Also ich werde jetzt erstmal paddeln. Mal ein bisschen die Kamera auslassen, dass ich das noch ein paar Meter mache, glaube ich. Weil es sieht hier relativ ähnlich aus. Muss ich mal ein paar Kilometer machen. Ne? Das geht ja immer links, rechts, links, rechts. Ja, und da hilft dann die Fließgeschwindigkeit auch nicht so wirklich. Ne? So, bis gleich. Das gibt's doch gar nicht. Boah, dann willst du was filmen, ey, dann rammelst du hier gegen die Dinger. Oh. Nee, 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 nee. Ah, hier kommt diese kleine Brücke, die meint er bestimmt. Aber das sollte ich trotzdem hinkriegen. Also hier muss ich jetzt mal gleich auf Tauchstation. So, das hat geklappt. Und das hier ist auch eine kleine Raststelle mit Tischchen, kleine Brücke, Sandstrand. Also hier kann man eine kleine Pause machen. Für mich ist das aber noch zu früh, obwohl ich genug Dreck hätte, um den wieder rauszuräumen. Das Kajak sieht aus. Guckt euch das mal an, da ist das voll. Hier ist alles voll. Da drin sowieso. Ja, aber ich paddel noch ein Stückchen. Auf geht's. Ja, wie ihr seht, ab und zu mal so kleine Art, ja, ich sag jetzt mal Steilküsten. Das sieht immer ganz cool aus. Meistens ist ja auch ein bisschen Wald dabei. Also das hat was. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt gehabt. Also das sind schon echt schöne Ecken hier, kann man nicht anders sagen. Richtig schön. Und hier wird es jetzt gefühlt auch ein bisschen entspannter. Also wenn das so bleibt, ist alles super. Seht ihr ja, ein bisschen breiter, nicht ganz so viel Gestrüpp. Also, so kann es weitergehen. Oh. So, hier ist wieder etwas gerade. Hier kann ich euch noch mal kurz was erzählen. So, hier pustet zwar der Wind wieder. Und ich sehe gerade, oh, Batterie ist auch gleich leer. Mal sehen, ob das abgewürgt wird. Ja, was ich auch sagen wollte, Eggebeck. Da ist auch so ein alter Flughafen und das wird für Festivals auch benutzt. Da bin ich übrigens auch. Das ist das Shelter Festival irgendwie. Allerdings ist das eher was für alte Säcke wie mich. Das sind die alten Musikgruppen, so wie Torfrock, Illegal 2001 und so. Das ist aber ganz cool. Da werde ich, glaube ich, im Juli ist das oder so, mal hinfahren und mir das angucken. Das macht bestimmt auch Laune. So, das jedenfalls zu Eggebeck, aber ich paddel weiter. Aha. So, was ist das hier? Okay. Ich glaube, unter der Brücke komme ich nicht durch. Die ist ja mal komplett weg. Eieieiei. Also, hier muss ich noch mal aussteigen, würde ich sagen. Ja, das ist ja auch cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Aber da kann ich ja direkt an der Brücke aussteigen. Das ist ja auch mal cool. Oh Mann, ey. Ja, so kann es gehen, aber ich muss aufpassen mit der Kamera. Da muss ich euch mal wegnehmen, sonst ditcht die mir weg. Also, kurz ausschalten. So. So. Musste doch an die Kante, weil durch die Strömung würde ich sonst hier runterkommen und dann kriegt man ja nicht so richtig das Gleichgewicht hin. Ja, ist natürlich alles schmollerig und so. Deswegen glaube ich, werde ich von hier oben einsteigen. Und dann paddeln wir mal weiter. Boah, ey. Und alles natürlich überschwemmt hier. Seht ihr hier, ne? Da hinten war so eine Kurve. Da ist das ganze Wasser rüber, richtig mit Strömung. Also mit Speed hätte man dann auch aufs Feld sozusagen rauffahren können. Ja, naja gut, nicht so viel quatschen, sonst wird der Film zu lang. Also, weiter geht's. So, ich steig mal ein oder versuche es mal.
Schnauze. Könnt ihr mich sehen? Ja. Paddel. Ah. Was eine Fahrt. Das ist wirklich mal eine flache Brücke. Ich glaube, die kriegst du beim normalen Wasserstand noch nicht mal. Da kommst du ja so auch nicht unter durch. So, ja, wo wir schon mal da bei dem Thema sind, hier soll auch im Sommer und so, wenn das richtig schön ist, setzen da hinten, wo ich auch eingesetzt bin, auch Bootsverleihe ein und so. Aber hier soll auch viel Betrieb sein. Also ich habe ja jetzt noch keinen einzigen getroffen, aber die Saison ist ja noch früh. Wir haben heute den 29.04. Und dann soll hier auch einiges los sein, wurde mir gesagt. Aber wie gesagt, heute habe ich noch nichts weiter gesehen. Ne? Nur, dass ihr mir wisst. Natur schön, aber hier kann auch mal was los sein. So, aber wir fahren weiter. Ja, hier kommt jetzt so ein riesen, ja, gefühlt wie so ein Sumpfgebiet. Ich hatte eben auch schon einige Abzweiger, da hätte ich sogar theoretisch so wie hier so reinpaddeln können. Dann kannst du eigentlich auf die Wiesen paddeln hier. Und ich habe eben auch schon mal bei Maps geguckt. Also hier ist hier sind ganz viele so Seitenarme und so. Ja, was ist ich? Das einfach nur Entwässerungsgräben sind oder so. Aber ist ganz cool anzuschauen. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera so rüber, aber ja, wie meistens nicht. Ne? Und hier stehen dann auch die ganzen Fischreiher. Die hauen natürlich immer ab, wenn ich dann komme mit meiner alten Möhre. Aber das ist so, wenn ihr live hier seid, echt schön. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, richtig schön. Man hat seine Ruhe. Ich habe auch schon ein paar Greifvögel gesehen. Ja, kann ich nur empfehlen. Also, ich fahre weiter. So, da seht ihr noch ein paar Bilder aus der Kajakperspektive. Ich hoffe, das kommt gut rüber. Also, auf geht's. Mal sehen, ob ich dann auch die Spur halten kann. Nicht, dass ich hier aus Versehen auf eine Wiese abbiege. Ja, hier habe ich jetzt eben ein Schild gesehen, da stand drauf 10 Minuten bis zum Biwakplatz Petersen oder so. Das scheint ja dann dieser Kanuverleih oder so zu sein. Dann gibt es da anscheinend auch einen Biwakplatz. Also könnt ihr hier auch übernachten. Ja, aber ist echt schön. Kann man nicht anders sagen. Hier bin ich jetzt auch so ein bisschen windgeschützt, weil der hat ganz schön gepfiffen. Na gut, ich habe mich für die Tour entschieden, weil ich wollte eigentlich auch... Ich hatte drei Touren zur Auswahl, eine Nordsee, eine Ostsee und eine hier. Aber dann habe ich das richtig gemacht. Da hätte ich ja wieder, weil im Windfinder stand was von 11 km/h. Aber das ist gefühlt mehr heute. Oh, ich muss gleich mal rum. Aber gut, ich schalte noch mal kurz ab. Bis gleich. Super gemacht. Ja, schlafen darf man hier nicht. Dann landet man im Gewürz. Ah, hier wird es dann doch noch mal eng. Uiuiuiui. Oh, Hilfe, Hilfe. Man kann so schlecht paddeln dann. Oh, mein Gott. Oh. So, da vorne kommt noch mal eine Brücke. Also vom Biwakplatz habe ich noch nichts gelesen. Obwohl das hier so... Ja, so könnte ich mir das vorstellen, aber es sieht irgendwie dann doch nicht danach aus. Und die Brücke sieht auch sehr übel aus für mich. Da ist der Ausstieg und es ist gesperrt. Wie schön. Wie schön, wie schön.
Also muss ich hier rüber. Boah, ey, das nervt ja. So, das Kaff heißt hier Sollerup. Sollerup. Muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt stehen kann. Hm. Naja, ist nicht ideal. Ich muss ein Stück vor. Hier geht's vielleicht. So, ich werde hier kurz aussteigen und dann muss ich das Kajak hier wieder rüberschleppen. Das sieht hier echt übel aus. Alles voll Wasser. Uah. Ach, Leute, Leute. Das ist nicht schön. So, ich lasse sie mal kurz da liegen. Da, Sollerup. Straße, Brücke und mal gucken, was da steht. Also hier könnt ihr Pause machen. Könnte ich ja vielleicht auch. Hier ist aber auch alles unter Wasser. Kanu-Einsatzstelle Sollerup. Ja. Sollerup, okay. Treier. Da ist übrigens noch so ein bisschen Wildwasser 1, weil da macht zum Beispiel auch Joe hier so Kurse irgendwie. Wildwasser 1 zum Üben. Boah, naja. Ich werde erstmal das Kajak herschleppen. So, die Möhre ist hier hingepackt. Hier ist normalerweise auch eine Treppe, die seht ihr aber nicht mehr. Die ist völlig weg und voll Matsch. Hier hinten auf der Wiese sind schon die Schwäne. Und ich habe dir vorne eben gelesen, der nächste Pausenplatz, wenn ich das richtig sehe von hier, sind 5,5 Kilometer. Die werde ich noch auf jeden Fall fahren und mache ich da Pause. Ne? Also ich schmeiße jetzt die Möhre wieder rein und dann geht das weiter. Auf geht's! So. Aber ihr müsst ja auch noch mit, deswegen habe ich eben am Geländer festgemacht. Ihr guckt natürlich mit. So. Auf geht's. Ab gegen die wilde Fahrt. Voll gegen den Wind. Ja, nächster Stand. Ort 5,5 Kilometer. Also auf geht's. Hier steht noch Hünningen, auch noch ein Rastplatz oder Einsatzstelle. Hilfe! Den habe ich euch unterschlagen. Und hier steht jetzt plötzlich 3 Kilometer nur noch dran, aber ich bin ja jetzt nicht schon 2,5 Kilometer gefahren. Also das ist ja albern, ne? Ja, keine Ahnung, haben sie sich wohl vertan. Hier ist wieder so eine Kackstelle, ey. Da ist es sehr dünn, dann wollte ich hier rüber. Da ist Stacheldraht im Wasser. Also hier geht Stacheldraht lang. Und da wirst du natürlich genau hingetrieben. Boah, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier durchkomme. Ja, kann man zum Glück ein bisschen hochheben. Oh. Alter Schwede. Das ist eine Tour, da, meine Güte. Und ihr habt ja längst nicht alles gesehen. Oh.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ups. Und. Ja gut, da kann ich einen Schlenker machen. Da vorne sieht es auch nicht gut aus. Da ist auch noch mal, aber das mache ich ohne euch. Weiter geht's. Ist noch mal eine Brücke. Aber da passe ich durch. Aha. Ach ja. Uhu. Ja, so toll ist sie nicht. Das ist eine Stromleitung, geht hier rüber. Also nicht mit der Zunge ran. Das könnte etwas zecken. Und noch eine Brücke. Aber da passe ich auch drunter durch. Sehr schön. Schöne Eisenbahnbrücke oder so. Oder? Weiß ich nicht. Jedenfalls eine Brücke. So, hier sind wir jetzt kurz vor Esperstoft, glaube ich, heißt das. Hier gibt es auch einen Ausstieg. Der müsste jetzt hier gleich auf der linken Seite irgendwo kommen. Mal schauen, wie der aussieht. Der auch total überschwemmt ist. Ja, hier ist das. So sieht das aus. Mal gucken, ob ich da ein bisschen ranfahren kann. Ja, so sieht das aus. Esperstoft. Da kann man ein- und aussteigen. Aber hier mache ich das nicht. Total matschig alles. Nee, nee. Ich fahre weiter. So, Rückwärtsgang. Also hier ist Arbeiten angesagt. Vorne kommt gleich eine ordentliche Kurve. Da muss ich erstmal wieder hin und her. So. So sieht das aus. Aber ich sehe gerade, ein Klo ist hier auch. Na gut. Immerhin. So, nochmal zur Orientierung. Also dieses Esperstoft. Das ist ungefähr bei Kilometer 40. Eingesetzt bin ich ungefähr bei Kilometer 55. Und Hollingstedt, wo ich hin muss, das liegt ungefähr bei Kilometer 28. Also sind es noch so ungefähr 12 Kilometer, würde ich mal sagen. Und mein Plan ist jetzt in Dreier, da werde ich, glaube ich, dann mal eine Pause machen. Mal sehen, ob das alles so klappt. Also, auf geht's! So, hier kann ich euch noch mal oder besser mal an alle Anfänger einen Tipp geben, wenn ihr denn von da kommt, brützelt nicht da lang und versucht da mit Krampf vorbeizukommen, sondern stoppt das Boot davor sozusagen, paddelt rückwärts, ganz gemütlich, ohne Panik, und dann lasst ihr euch einfach immer ein Stückchen weiter, bis ihr zu einer Öffnung kommt, sag ich mal so, wo ihr dann gerade durchfahren könnt, ne? Weil oft ist ein Fehler, man neigt dazu, dann eine Kurve, und dann gibt man mehr Gas und versucht so rumzukommen. Und wenn du dann da gegenkommt, gegen dieses Holz, dann kippt das Boot meistens um, läuft vor Wasser und dann ist alles zu spät. Und wenn ihr da erstmal hängt, kommt ihr meistens auch nicht mehr weg. Für die Erfahrenen, die wissen das ja wahrscheinlich, ich mache es dann immer so, gerade wenn man so ein langes Boot hat, kurz stoppen, rückwärts paddeln, und dann kommt man so langsam rüber und dann kann man hier, also hier, dann gerade durchpaddeln. Und ihr seht ja, hier stehe ich auch jetzt. Also es ist alles voll Schmodder hier auch. Deswegen, Panik ist immer nicht gut. Schön ruhig bleiben, stoppen, überlegen und dann weiter. Das nur mal so. Weiter geht's. So, und dann kann man hier gemütlich wieder durchstarten.
es ist wieder soweit. Das weiß ich nicht, ob ich das mir antun soll. Da könnte ich gut baden gehen, wenn ich da oben im Kopf nicht durchpasse. Aber hier umtragen, das sieht auch übel aus. Das ist so richtig schmodderig. Also werde ich es, glaube ich, riskieren. Ja, wir probieren es mal. Auf geht's. So, dann drückt mal die Daumen. Sieht sehr eng aus da oben. Eieieiei. So, wollt ihr Kajaksicht oder mich angucken, wenn ich reinfalle? Das ist die große Frage. Problem ist, man darf natürlich nicht querkommen. Wenn das der Fall ist, was jetzt gerade fast passiert, dann hat man schon fast verloren. Boah. Bleiben. Oh Gott, ey. Leute, macht das nicht nach. Ich drehe euch mal um, dann seht ihr das, ich hab's. So sieht's jetzt aus. Oh, Alter. Oh, ah. So. Ja, wie gesagt, bei sowas müsst ihr mal versuchen, kommt auf keinen Fall quer, weil dann war es das wahrscheinlich. Die Kraft hat man nicht gegen das Wasser und so. Oh. So, aber ich glaube, allzu weit. Kann zwar nicht mehr sein bis Dreier, dann ist erstmal Pause angesagt. Die brauche ich auch. Mann, Mann. So, weiter geht's. Und wieder gestrüppt. Aber wir hoffen mal, dass es nicht so schlimm wird. Oh, ein freies Stück. Juhu. Oh, und wieder. Und diesmal auch wieder heftige Strömung hier. Oh, Mann, Mann, Mann. Das nervt. So, da mache ich jetzt diesen Trick, den ich euch vorhin erzählt habe. Einfach locker bremsen, rübertreiben lassen. Und da muss man nur aufpassen, dass man eben nicht sofort an die Seite gequetscht wird, dass man da nicht quer kommt. Ne? Aber hier geht's. Aber wenn das so eng ist, dann bleibt man doch gerne mal hängen. Ne, das Stück meine ich jetzt hier. Da muss man jetzt mal kurz durchziehen. Da kriegt man die Äste in die Schnauze. Oh. So, geschafft. Und weiter geht's. So, hier ist noch eine schöne kleine Brücke. Ja, und hier steht auch dran. Das ist der nächste Ausstieg, ist in 2 Kilometern. Und das ist dann Dreier. Also, noch 2 Kilometer, dann gibt's erstmal Pause. Haha. Auf geht's. So, ich schalte noch mal kurz ab. So, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt hier Dreier ist. Also wird jetzt hier gleich entweder die Post abgehen oder ich kann vorher Pause machen. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Moin. Ah, ich bin eben schon freundlich begrüßt worden. Ich bin das erste Kanu dieses Jahr, meinte der Herr. Ja, gut. Glaube ich auch, weil die Strecke ist noch nicht so ganz klar, würde ich sagen. So, aber wir schauen mal, wie es jetzt hier wird. Na, guck mal an. Störche gibt's auch. So, hier ist jetzt eine Sohlgleite. Da muss ich mal gucken, das war da so matschig eben. Da ist extra so ein Punkt, wo man aufsteigen kann. Aber das sah mir nicht so gut aus.
Deswegen steige ich, glaube ich, hier vorne aus. Mal gucken. Da vorne seht ihr schon. Da hier ordentlich Wasser ist, ja, kommt hier auch ordentlich was runter. Und ich gucke mir das mal an. Ja, so sieht das Ding aus. Könnte man theoretisch, ja, vielleicht mit so einem Wildwasserkajak kann man da bestimmt runterbritzeln. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen sollte. Nachher bin ich nass, ne? Das wollen wir ja nicht. Könnte nämlich gut sein, dass man dann da irgendwo im Gebüsch landet. Ja, oder ich mach das einfach, ne? Wenn ich nass bin, dann bin ich halt nass. Bringt bestimmt Laune. So, ich werde es einfach mal riskieren. Könnte sein, dass ich gleich nass bin und kenter. Aber das Risiko gehe ich mal ein. Aha. So. Gekentert bin ich nicht, aber ich habe jetzt eine nasse Hose. So, aber ich mache jetzt erstmal Pause, glaube ich. Ich habe nämlich Hunger. Ah, so, erstmal ranfahren. So sieht die Umtragestelle normalerweise aus. Ah, na gut. Ist so schlau. So, hier springe ich jetzt erstmal raus. Ne, so sieht das Boot jetzt aus. Eine Suppe und... Ich hoffe, ich habe meinen Schwamm mitgenommen. Das weiß ich jetzt im Moment gar nicht. Den brauche ich, glaube ich, gleich mal. Achso, warte mal. So. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen und dann mache ich das Boot ein bisschen sauber. Und mich und futter erstmal was. Aber ich weiß jetzt nicht, gibt es hier noch eine andere Raststätte? Raststätte. Rastplatz, weil hier ist nichts zum Sitzen oder so. Ist natürlich ein bisschen schade, aber gut. Hilft nichts. Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Das Boot habe ich so einigermaßen getrocknet, sage ich mal, ein bisschen sauber gemacht. Das sieht wieder einigermaßen gut aus. Und jetzt wollte ich mal gucken. Dreier. Das ist ungefähr Kilometer 35, also dann passt das ja. Der nächste ist ja auch angegeben mit 7,5 Kilometer. Also bis Holling steht, sind es jetzt noch so 7,5 Kilometer. Und dann haben wir das, ne? Das ist dann auch der nächste Rastplatz offiziell. Und dann kommt eigentlich auch nur noch eine Betonstufe hier nachher. Ne, zwei. Eine Borsten-Fischpass kommt hier noch irgendwie gleich. Und dann kommt noch so eine Betonstufe K1 eventuell links vorbei. Oder rechts. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Ja, das jedenfalls zur Karte, die habe ich übrigens mitgehabt. Und ich habe natürlich Handy und so vorsichtshalber erstmal in die wasserdichte Luke gepackt, weil ich mir jetzt hier auch nicht so sicher war, ob ich das trocken überstehe. Also jedenfalls ohne, dass das Kajak umkippt. Trocken bin ich ja eh nicht geblieben, weil natürlich das ganze Wasser reinschwappt. Ich habe natürlich wie immer keine Spritzdecke mit. Ne? Habe ich ja meistens nicht. Aber ich sag mal so, bis ich dann wieder beim Auto bin, ist das, denke ich mal, alles schon wieder trocken gepaddelt und trocken mit dem Fahrrad gefahren. Und so kalt ist es ja nun heute nicht. Von daher geht das. So, ich sage Prost. Und ich denke mal, in Dreier könnte man bestimmt auch sich Proviant bunkern oder so, das wird es ja wohl hier geben, weil so klein ist Dreier dann doch nicht. Ja, kleine Stärkung. Heute gibt es wieder meine Lieblings-Weizenwürstchen mit Chili. Mmh, sehr lecker. Ja. Auf jeden Fall kann ich sagen, mit dem Seekajak ist die Strecke nicht zu empfehlen. Man ist dann irgendwann einfach genervt von wegen diesen engen Kurven und dann musst du wieder rum und hast du nicht gesehen. Aber das nervt ein bisschen. Kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass jetzt extrem viel Wasser da ist. Wenn ein bisschen entspannter ist, vielleicht ein bisschen weniger Wasser fällt, geht es dann einfacher. Aber teilweise war ich schon echt genervt und
wenn man nicht aufpasst, kann man auch mal ganz schnell hier im Wasser liegen. Weil die Kurven echt teilweise sehr eng sind. Aber das habt ihr, glaube ich, auch gesehen, denke ich mal. Ja. Das dazu. Ansonsten aber schön. Ne? Ich würde sagen, ich haue jetzt mal so einen Apfel noch rein, ein bisschen Käse noch. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Also, abschalten. Bis dann. So, ich habe alles wieder verstaut. Fertig mit Essen und weiter geht's, würde ich sagen. Kommt das Boot ins Wasser! Gut, dass ich das Boot sauber gemacht habe. Saugen wir es mal gleich wieder ein. Alles schmodderig hier. Ja, das ist der Vorteil von der Ostsee und Nordsee. Ne? Na okay, Nordsee vielleicht nicht so ganz, aber Ostsee, da saugt man sich das Boot nicht ganz so ein. Ne? Bin zu lang. Hilfe. So, jetzt mal hier raus. Ja, ich habe jetzt mein Handy wieder reingepackt hier. Ich hoffe mal, das andere wird nicht so schlimm. Nicht, dass ich dann doch noch da reinfliege und mein Handy ist nachher im Dutt. Ich habe natürlich auch keine wasserdichte Verpackung natürlich wieder mit. Klar, diese Hüllen mache ich ja meistens nicht, aber gut. So, auf geht's. Wir verlassen Treia. Ein Hennen. Gleich eine Brücke. So, und geht's hier unter der Brücke durch. Und der Rastplatz, wo ich eben war, das ist also die Feuerwehr hier in Treia. Also ich hätte theoretisch ein Stück hochlaufen können, da habe ich gesehen, da kommt man glaube ich auch sitzen. Also bei der Feuerwehr ist das. So, hier wird schon schön Rasen gemäht, aber ich gebe erstmal wieder ein bisschen Gas. So, Attacke. Na, was ist das? Ist das diese Fischbürsten-Dinger da hinten? Plätschert das schon so verdächtig? Also da schäumt es auch. Müssen wir mal gucken, was das ist. Ja, das ist anscheinend dieses Fischding. Und da soll man dann auf der rechten Seite bleiben. Ja, nicht spektakulär. Ups, hinter mich. Aber macht natürlich Spaß. Ja, und achso. Markkleeberg werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, weil dieser Film wird, denke ich mal, danach kommen, obwohl es jetzt eigentlich davor ist. Aber gut, das ist ja immer so. Die aktuellen Filme, die haue ich dann ein bisschen vorher rein. Ach, guck mal, hier wäre noch eine schöne Bank gewesen. Hätte ich auch hier Pause machen können, aber gut. Egal, so. Wir fahren erstmal ein bisschen und irgendwo soll ja noch so eine Betonstufe sein. Dann schalte ich euch gleich nochmal ein, wenn ich die hier irgendwie sehe. Also, bis gleich. Ich habe gedacht, das habe ich hinter mir hier mit Gebüsch und so, aber ja, so ein bisschen ist hier noch. Naja, allzu lange kann es nicht mehr so weitergehen. Oh, hoffentlich ein bisschen breiter. Aber schön ist es. Hatte ich schon gesagt. So, und dann nochmal das letzte Video müsste dann ja, also das letzte Tourenvideo, das müsste ja Dänemark sein, wo ich mir eine Blase eingehangelt habe mit dem Paddel. Ja, ich muss sagen, mir gefällt das nicht so gut, dass das Paddel hier oval ist und hier ist es rund. Das gefällt mir gar nicht, weil es ist, fühlt sich ungleich an. Verstehe ich auch nicht, warum man denn nicht beide Seiten hier oval macht. Also, und auf der ovalen Seite kriege ich, hier sieht man es auch noch, die ist jetzt ein bisschen, sieht man das? Die ist jetzt schon aufgegangen, die Haut ist ab und so. Da kriege ich jedenfalls eine Blase und auf der Seite nicht. Also da ist nichts rund. Ich bin ein Rundpaddelschaft-Mensch. Ne? Oder es kommt eben, weil das ungleich ist oder so. Keine Ahnung. Finde ich auch irgendwie komisch. Ne? Hier ist es oval und da ist es rund. Das gefällt mir nicht. Ne? Also würde ich in dem Fall ein Paddel, wo das unterschiedlich ist, nicht mehr kaufen. Denn dann müssen beide Seiten gleich sein irgendwie. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich zu rund tendieren. Ne? Das nur mal so ein Paddel
Paddel-Feedback. So, also, weiter geht's. Leute, Leute, Leute. Gut, da kann ich ja wohl hoffentlich durch, oder? Oh, muss ich aufpassen, dass ich da nicht... Schwierig. Habe ich den richtigen Zeitpunkt verpasst. Ich hätte sonst mit Vollgas... Da hinten wäre ich durchgerammelt. Oh, geht das wieder los? Also wieder zurück. Und dann fahre ich, glaube ich, da durch. Ja, könnt ihr euch angucken. Vielleicht klappt das ja. Also da durch das Loch fahre ich natürlich nicht. Das ist zu schmal. Man kommt natürlich jetzt immer hier rüber. Das will ich aber nicht. Da will ich nicht hin. Da will ich durch. Leute, Leute. Und das nervt so ein bisschen. Aber gut, haben wir jetzt geschafft. Jetzt muss auch mal langsam Schluss sein. Ne? Jetzt hat der Carsten keine Lust mehr. Ich will jetzt einen etwas breiteren Fluss ohne Büsche. Bitte. Ja, hier scheint jetzt diese Betondingens da zu sein. Die scheint da vorne zu sein. Da steht irgendwas von eigener Gefahr, denn also wenn du dich das nicht traust, dann kannst du hier auch umtragen. Das ist aber so voll, ich glaube, das merkt man gar nicht. Seht ihr gleich. Na, hier sieht man so ein paar Verwirbelungen, aber da ist nicht mehr viel zu sehen. Also da ist nichts mehr. Das war wohl mal irgendwie, weiß ich nicht, ob das mal eine Brücke war oder was, keine Ahnung, oder ob die da noch irgendwas gebaut haben. Jedenfalls habt ihr gesehen, keine Gefahr sozusagen. Oh, da vorne ist ein Reh. Könnt ihr das auch sehen? Mal sehen, vielleicht können wir jetzt da drauf kriegen. Ist jetzt hinter dem Busch. Da ist es. Und hoppelt weg. Ja, schade. Das stand hier ganz dicht am Wasser und ich musste dann korrigieren und dann bin ich im Busch gelandet. Naja, egal. So, da vorne kommt noch eine andere schöne Brücke. Scheinbar ist hier irgendwie auch ein Weg oder so, wo man schön laufen kann. Da hinten ist noch ein schöner Wald. Ja, sieht soweit echt schön aus. Und hier ist es ein bisschen entspannter, aber ihr habt ja gesehen, so ab und zu kommt dann doch noch mal was. Also ein Büschen und so. Ja, die Brücke meine ich hier. Da ist auch noch eine Bank, kann man sich schön hinsetzen. Allerdings ist hier nicht so ganz optimal mit Aussteigen. Man schon Häuser und die letzte Strecke ist echt wunderschön. Hier hat man immer ein paar Kumpels. Die Schafe, also mir macht sowas ja Spaß. Die Lämmer und so, wie sie hier gucken, die gucken einen immer so schön treu doof an. Aber gut, ich denke mal, ich höre da vorne schon eine Straße und man sieht da hinten das Dach auch schon von der Kirche. Ich denke mal, es ist nicht mehr weit. Gleich bin ich an dem Hollingstädter, ja, Kanu-Anlegestelle, glaube ich, so schimpft sich das. Und ja, das letzte Stück ist so wie hier, ein bisschen eingedeicht, alles grün, ein paar Schafe. Allerdings hat der Wind so ein bisschen hier, aber ich will mich nicht beschweren, weil jetzt habe ich Gegenwind. Also denke ich mal, mit dem Fahrrad nachher habe ich dann ein bisschen Rückenwind und das ist natürlich cool. Ne? Ja, ich denke mal hier noch einmal um die Ecke oder so und dann werden wir es schon sehen. Also, gleich sind wir da. Ja, und das ist Hollingstedt. Also hier oben ist der Parkplatz mit dem Dixie, wo man auch...
sozusagen übernachten darf. Und hier ist die Brücke. Und ja, haben wir es geschafft. Jetzt will ich mal gucken, wo ich hier aussetzen kann. Da habe ich vorhin gar nicht nachgeguckt. Na, jetzt seht ihr es nochmal. Da ist dieses kleine Dixie. Da habe ich mein Fahrrad angeschlossen. Und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo ein schöner Steg ist oder sowas. Aber ich sehe nichts. Aha, also hier soll das sein. Allerdings ist es natürlich relativ weit weg von meinem Fahrrad und Parkplatz. Deswegen glaube ich, werde ich das da hinten nochmal probieren. Aber das ist, glaube ich, hier die offizielle Stelle. Also im Grunde genommen vor dem Parkplatz, direkt vor der Brücke. Und dann kann man hier raus. Aber ich probiere es da hinten nochmal. Hier ist es auch alles matschig. Probier es da vorne lieber. Ja, ich hatte hier gedacht, aber das ja, sieht auch nicht so ganz optimal aus. Nee, ich glaube, ich gehe doch zur offiziellen Stelle. Das ist dann doch ein bisschen besser. Hier ist zwar wesentlich dichter, aber das ist auch nichts. Dann nehme ich das da hinten, kriegt zwar auch matsche Füße, aber kann besser aussteigen. So, bis gleich. Ja, ihr seht ja, optimal ist das jetzt auch nicht hier, ist leicht schmodderig. Aber hier steigen wir jetzt mal aus. Ja, also so sieht es hier aus. Tische, Bänke, hier kann man dann zelten. Und ein Dixie, das ist nicht so der Knaller. Und hier vorne ist so ein kleiner Parkplatz. Ja, das werde ich jetzt gleich schnappen. Die Möhre werde ich hier anketten. Und dann mache ich mich mal mit dem Fahrrad auf den Weg. Und ich habe natürlich wieder die falsche Weste mitgenommen, weil die ist natürlich schlecht zu verstauen in meinem Rucksack. Ich habe einen Rucksack mit. Aber gut, ich mache das erstmal fertig und dann sehen wir uns gleich. So, Boot ist festgeschnallt sozusagen, angeschlossen und pssst. Ich habe die Paddel hinten reingestopft, weil ich habe mir extra, habe ich aber wieder im Bus vergessen, so Klettdinger mitgenommen. Eigentlich wollte ich die Paddel, die sind jetzt ja halb, hier rankleppen. Habe ich vergessen. Gut, jetzt hoffe ich mal, dass hier nur nette Menschen wohnen und alles drin lassen, weil die Schwimmweste habe ich jetzt auch einfach reingestopft. Gut, aber die ganze Fahrradtour werde ich jetzt nicht filmen, sonst wird das wahrscheinlich zu lange. Ich starte jetzt und dann wollen wir mal gucken, dass wir wieder zurückradeln. Mit Rückenwind hoffentlich. Auf geht's! So, dann wollen wir mal los. Auf geht's! So, jetzt haben wir es gleich und ich habe heute an den Schlüssel gedacht. Aha! Also nichts mit zurückfahren. So, Langstedt ist erreicht. Ja, das hier ist das Gasthaus, wo man dann bezahlen muss. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ach so. Gasthaus Langstedt, einfach nur. Ja, so sieht der Platz aus. Da steht mein Auto. So, hier steht das nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Da ist das Tor und da hinten ist die Einsatzstelle. So, Fahrrad ist geparkt. Ich packe das schnell rauf und dann geht das ab zum Boot. So, ab nach Hollingstedt. Wir sehen uns gleich. Da sind wir. Und es sind anscheinend noch andere Kanu-Leute da. So, ich bin wieder angekommen. Kajak ist noch da und ich werde erstmal aufladen und dann werde ich mich gleich bei euch verabschieden. Ne? So, die Möhre ist wieder verpackt und ein kleines Feedback, also die Fahrradtour hat auch Spaß gemacht. Die Strecke ist, ja, ich denke mal, das sind auch so um die 30 Kilometer oder so. Ist ja je nachdem, wie schnell man ist, relativ schnell erledigt. Ich würde sagen, ein Viertel ist Fahrradweg, der Rest ist dann leider Straße, aber so viel ist da nicht los. Das dazu. Ja, ansonsten zeige ich euch gleich noch hier ein bisschen den Platz als Abspann und dann würde ich sagen, hier sind noch nebenan Kajakfahrer, die machen jetzt noch einen Kaffee, da kriege ich auch noch gleich einen ab
Und wir hatten noch einen kleinen Klönschnack. Und ich würde sagen, wir beenden den Film. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ne? Also macht's gut, bis dann. Tschüss.